Über 135.000 Kommentare habe ich bereits in meinem Kanal. Und hier sind einige, die ziemlich skurril sind und einige, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Ich bin Bill aus San Diego, Kalifornien und heute nehme ich mir einige eurer Kommentare zu Herzen. Wie ihr wisst, kritisiere ich auch Amerika immer wieder. Er hier schreibt, ich finde dein Video daneben, ignorant, arrogant, bla bla bla, ich sah ernstständig. Solche Kommentare berühren mich hier nicht jetzt persönlich, aber das hier hat mich irritiert. Da schreibt nämlich, du bist Gast in einem Land, dir dürfen bestimmte Sachen auch missfallen, aber hier die deutsche Messlatte anzulegen und damit gut oder schlecht zu beurteilen, ist nichts anderes als ignorant. Ich bin kein Gast in Amerika. Das hier ist mein Zuhause. Zu glauben, dass jeder, der in ein Land migriert, für den Rest seines Lebens als ein Migrant, Immigrant oder was auch immer, und Gast anzusehen ist, also das finde ich eine ziemlich rassistische Sichtweise. Also was ist denn mit Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die teilweise in der vierten Generation in Deutschland leben? Gehst du etwa auch zu denen hin und sagst, du bist Gast in meinem Land Deutschland? Ja, das geht gar nicht, aber das schreibt er ja im Grunde. Ja? Und zweitens, ich dürfte die kulturellen Begebenheiten nicht an meiner deutschen Messlatte messen, sagt er. Aber natürlich darf ich das. Weil ich ja Teil dieser Kulturen bin. Ich bin ja auch diese Kultur. Wenn man seine eigene Kultur nicht kritisieren dürfte, dann wären ja viele Buchautoren reine Rassisten gewesen. Ja, ich weiß nicht, Orwell, Kafka, Dostoevsky, Dickens und Buchautoren und Journalisten, die ihr eigenes Land kritisieren, alles jetzt Rassisten, ja, weil sie über ihre eigene Kultur kritisch berichtet haben. Also ich denke, sowas irritiert mich, weil ich denke, dass diese Menschen nie Bücher gelesen haben, kein philosophisches, soziologisches und so Basiswissen haben und irgendwas nachplappern, was hier und da gelesen, diese gehört haben, wahrscheinlich aber nicht verstanden haben. Da schreibt jemand, warum verziehst du dein Gesicht die ganze Zeit und, hi, darf ich fragen, warum du immer nach rechts oben, links oben schaust? Also, warum bewege ich bloß meinen Kopf, wenn ich rede? Ich bin Bill aus San Diego. Eine ganz kleine Unterbrechung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erstmals im Jahre 2018 in ihrem Bericht das Älterwerden als Krankheit definiert. Ich bin damit nicht so ganz einverstanden, dies führte jedoch zu einer sehr kontroversen Diskussion weltweit und anschließend zu einem Aufstieg der Forschung in diesem Bereich. Mittlerweile gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse dazu als je zuvor, wie Menschen länger gesund bleiben und leben. Und das fand ich wiederum sehr gut. Eine Erkenntnis ist NMN, ein Anti-Alterungsmolekül, was vor Jahrzehnten eher nur Reichen und solchen Menschen wie Hollywood-Stars zugänglich war. Das ist William Shatner im Alter von 93. Happy Birthday! 93! That's incredible! Das ist Ralph Macchio im Alter von 60. Do you mind saying how old you are? Do I mind? No, I'm 60. 60 years old! Ich habe im Alter von 25 angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und das bin ich im Jahre 2000, 2010, 2015 und heute 2024. Und das ist mein heutiger Sponsor, Avea. Und das sind die beiden Produkte NMN und Booster, die ich als Bundle nehme. Zielgruppe sind Menschen, die jung bleiben wollen. NMN ist wissenschaftlich erforscht und erwiesen laut der amerikanischen Regierungswebsite. Link zur Studie findet ihr in der Beschreibung. Avea ist von schweizerischen Wissenschaftlern entwickelt. Entsprechend gibt es Avea nur online und als Abo und nicht im Supermarkt oder so. Abo könnt ihr aber jederzeit kündigen. Und mit dem speziellen Link unten in meiner Beschreibung gibt es 15% auf das Erstabo, ein 90-Tage-Rückgaberecht. Das haben die aber clever gemacht, denn viele spüren schon nach 60 Tagen die ersten positiven Schübe. Der Link ist in der Beschreibung. So, weiter im Thema. Da hat jemand geschrieben, Green Card sollte man abschaffen. Das fand ich besonders interessant. Was würde passieren, wenn das, was der Nutzer also schreibt, Realität werden würde? Also wenn in Amerika die Green Card abgeschafft werden würde. They said we couldn't do it, but we did it. From now on, nobody in our great country will ever get a Green Card ever again. There is only my dream now. It's the Trump's dream. Erstmal, Kinder von Nicht-Amerikanern, die in den USA geboren sind, sind amerikanische Staatsbürger, während die Eltern durch sie mit einer Green Card in Amerika verweilen. Da nun die Eltern deportiert werden würden, würden die dann auch ihre amerikanischen Kinder mitnehmen. Also viele Schulbänke wären auf einmal leer. Michael, Sechstklässler und gebürtiger Amerikaner, seine Mutter ist aus Japan und der Ehemann ist Amerikaner. Da die Mutter nun nach Japan zurückdeportiert wird, muss der amerikanische Mike und sein amerikanischer Vater nun ab sofort in Japan leben. Obwohl beide kein Wort Japanisch sprechen. Viele sind auch mit Amerikanern verheiratet, haben Kinder und Familie hier, also teils schon seit über 40 Jahren und die müssen also alle zurück. Sie nehmen logischerweise ihre amerikanischen Kinder und Ehepartner mit. Möglicherweise würden mehr als 40 Millionen Menschen USA auf einem Schlag
verlassen. Das wäre ca. 20% der Bevölkerung, darunter eine Menge Fachkräfte wie Wissenschaftler, Lehrer, Künstler, aber auch normale Arbeiter, Angestellte, Manager, Geschäftsführer, Politiker, Militärpersonal, Maurer, Malermeister, oh my God. Als erstes würde der Gebrauchtwagenmarkt hier explodieren, der Automobilmarkt würde zusammenbrechen aufgrund der immensen Gebrauchtwagenangebote, weil die würden ja alle ihre Autos verkaufen, der Immobilienmarkt fiele als nächstes zusammen, da 20% der Häuser in Amerika ja dann zum Verkauf ausstehen, mehr Angebot als Nachfrage, Immobilienpreise fallen ins Bodenlose, daraufhin würde es eine Bankkrise geben. Niemand hätte ab sofort keine Möglichkeit mehr in die USA zuzuwandern. Geschäftsleute wie Elon Musk würden nur noch in Geschichtsbüchern erwähnt werden, wie es einmal in den USA war. Schauspieler wie Schwarzenegger und hunderte mehr gehörten dann der Vergangenheit an. Also damit nicht genug, fast alle ausländischen Investoren würden ihr Geschäft in den USA aufgeben, keinerlei neue Investoren würden hinzukommen, denn ausnahmslos alle Investoren, die in den USA, die ich kenne, streben und hoffen auf eine Green Card eines Tages. Ohne diese Motivation würde es keinen Sinn mehr machen, in den USA zu versuchen zu leben. Amerika würde dann in den Zustand wie so dritte Weltländer zurückfallen. Aus Sicht von Wirtschaft und Innovation keine bedeutende Rolle mehr haben. Patente, Innovationen und wissenschaftliche Fortschritte würden nur noch von anderen Ländern wie aus Europa kommen. Kurzum, das wäre das Ende von dem einstigen gigantischen Amerika. Daher fand ich also diesen Kommentar äußerst interessant. Dieser User schreibt, merkwürdig, ich war in den 90ern in den USA, habe genau das Gegenteil erlebt. Ja, komisch, dass vor 30 bis 35 Jahren du etwas anderes erlebt hast. Ich hatte auch welche, die haben mir in den Kommentaren widersprochen, weil sie andere Erfahrungen in den 80ern oder gar 70er Jahren erlebt haben und daher meine Erlebnisse nicht richtig sein können, behaupten sie jedenfalls. Das hier ist auch eines der skurrilsten Kommentare. Das ist, wenn Deutsche versuchen, woke zu sein. Übrigens ein Begriff, den wir in Kalifornien kaum oder gar nicht verwenden. Wir sagen PC dazu, politisch korrekt, political correct. Woke sagt man eigentlich so fast neben Sprachgebrauch. Das habt ihr Deutsche irgendwie uns in den Mund geschoben, aber egal. In einem Satire-Video habe ich, also viele meiner Videos sind Satire, ich mache ja auch viel Quatsch manchmal, und da habe ich den Witz gemacht, dass einige Menschen es nicht verdienen, Homo sapiens genannt zu werden und müssten zu Neandertalern degradiert werden. Also, weißt du was? Dann irgendwann muss man kommen und sagen, hiermit entziehen wir ihnen die Staatsbürgerschaft. Und jetzt die Frage, staatenlos darf er ja nicht sein. Und so habe ich mir das also gedacht, wir müssen diese Person einer neuen Rasse zuordnen. Ja? Wo wir alle übereinstimmend sagen können, dass die unter aller anderen Rassen liegt. Neandertaler, ja? Staatsangehörigkeit, Neandertal, Rasse, Neandertaler. Er wird also sozusagen zu seinem Ursprungsformat zurückdegradiert, dem Neandertaler. Und muss sich also wieder hochkämpfen, um als Homo sapiens wieder zu gelten. Und das fanden zwei Zuschauer rassistisch den Neandertalern gegenüber. Er hier schreibt, was hat der Neandertaler dir angetan? Der andere schreibt, das ist eine Diskriminierung gegenüber Neandertalern. Ich glaube, diese Kommentare waren das Highlight meiner YouTube-Laufbahn. Aber es geht noch schlimmer. Ich nehme an, du hast keine Familie. Dieser Kommentar war unter dem Video, wo ich meine Vorlieben für die USA erzählt habe, zum Beispiel, dass ich die amerikanischen Donuts mag. Also sowas lese ich übrigens oft. Einige Nutzer behaupten zu wissen, wo meine Wurzeln liegen, wie ich heiße, wo ich gelebt habe, welche Sprache ich spreche, obwohl ich das nie gesagt habe. Sie vermuten einfach drauf los. Ja, einer sagt, du heißt doch offiziell gar nicht Bill. Das ist dein Künstlername. Woher weißt du das? Also für euch, das ist mein echter Name. Also Bill ist die Abkürzung meines offiziellen Namens William. So wie William Gates, Microsoft, ja, William Clinton, ehemaliger US-Präsident, habt ihr hoffentlich schon mal gehört. Und wenn er wenigstens fragen würde, ja, ist Bill eigentlich dein echter Name? Ja, das wäre ja nett gefragt. Aber viele behaupten einfach drauf los. Bei einem meiner Videos habe ich über die Droge Fentanyl in den USA gesprochen und eine Statistik der Bundesregierung angezeigt. Da schrieb dann einmal jemand, so ein Unsinnsartikel habe ich lange nicht mehr gesehen. Sieht doch jeder, dass diese Statistik nicht korrekt sein kann. Also früher bin ich auch auf negative Kommentare eingegangen, habe mir da so richtig Mühe gemacht, Dinge zu erklären, aber das ging nie gut. Bei diesem Nutzer habe ich also geantwortet, damals noch, lieben Dank für deine Meinung. Die Daten habe ich aus einer Regierungswebsite der Gesundheitsbehörde für Suchtforschung. An bei der Link. Schöne Grüße. Dann kam natürlich die Antwort,
dass ich nicht lache. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Das ist genau die Art von Ignoranz, die wir hier in Deutschland nicht brauchen. Also deswegen antworte ich nicht auf negative Kommentare und lasse die einfach liegen. Denn sobald negative Nutzer merken, dass er meine Aufmerksamkeit hat, wird dann geschossen. Einige schreiben auch, du liest alle Kommentare? Glaube ich nicht. Ich lese Kommentare, aber ich antworte nicht auf alle. Er kann ja glauben, was er will. Ich muss ja nicht auf negative Kommentare antworten. Als es zum Thema ging, ich lösche keine Kommentare, hat jemand geantwortet, du schleimst dich nur bei guten Kommentaren, beantwortest keine Kritiker und bist für mich total voreingenommen. Also zum Hintergrund, der gleiche Nutzer hatte mich vor einigen Monaten mal so einen Vollposten genannt. Er ist jetzt also sauer, dass ich jetzt auf seine Kommentare nicht mehr antworte. Welch Wunder. Einer meiner spannendsten Kommentare in letzter Zeit sind so von ungefähr 6 bis 7 Nutzern, meist immer die gleichen. Du lebst da in San Diego in einer Blase. Und du betrachtest das alles nur aus deiner kalifornischen Brille heraus. Da muss ich immer wieder schmunzeln. Ja, aber natürlich. Ich kann, wie fast jeder Mensch auf dieser Welt, nur in einer Stadt gleichzeitig leben. Wenn das so wäre, leben alle Menschen in einer Blase. Ja, Berliner in ihrer Berlin-Blase, Hamburger in ihrer Hamburger-Blase, der aus Heidelberg lebt in einer totalen Heidelberg-Blase. Alle Menschen, die in einer Stadt leben, sind alle doof und haben keine Ahnung und somit kein Recht, für das gesamte Land zu sprechen. Der Züricher darf also nicht sagen Schweiz, ja, weil der lebt in seiner Zürich-Blase. Ich kann ewig weitermachen. Ja, also der aus Wien hat keine Ahnung von Österreich. Und so unterschiedlich sind die regionalen Begebenheiten der Amerikaner auch nicht. Also wenn ich in Texas, Utah oder New York zu Besuch bin, ist die kulturelle Schnittstelle immer noch bei mindestens 99%. Wir reden ja wirklich nur von Kleinigkeiten. Also in Kalifornien surft er morgens und in Oregon, da joggt er. In San Diego essen wir Fischtaco und in Louisiana gibt es Krokodiltaco. In San Diego hat keiner einen Regenschirm. In Seattle kennen sie sich mit Regenschirmmarken gut aus. Also deswegen lebt man noch lange nicht in einer isolierten Blase. Außerdem sind in San Diego ja nicht alle gebürtige San Diegans. Hier leben Menschen aus ganz USA. Meine Freunde kommen aus New Jersey, viele aus Arizona, einige aus Texas, New Orleans und so weiter. Also untereinander merken wir das noch nicht mal. In einem Video habe ich afrikanischer Jäger gesagt. Jäger, wie Jägermeister. Da erzähle ich über den Film Die Götter müssen verrückt sein. Aber einige haben das J vom Jäger mit N ersetzt. Und dann schreiben sie das Wort auch ständig aus, wieso ich jetzt das N-Wort sagen würde. Also ich sage dann afrikanischer N-Wort. Also, erst habe ich nicht verstanden, so, what the are you talking about? Oh, apropos, ne? Mark Twain. Komm, das muss ich noch loswerden, das ist super interessant. Da haben ja in den USA, die haben die Bücher umgeschrieben, weil im Originalbuch, da heißt es nicht Jäger, sondern mit N, ja? Also haben sie das N-Wort weggelassen. Da steht jetzt nur noch Jim, also der Charakter aus dem Buch. Darüber haben sich die Amerikaner aufgeregt, dass also in dem Originalbuch dann N-Wort Jim stand. Wieso man jetzt ein Werk verfälschen könne? Es entfachte sich ja eine Diskussion, weil die von Mark Twain die Bücher jetzt verändert haben, dass es jetzt nur Jim heißt. Der echte Name von Mark Twain ist Samuel Clemens und er war kein Kinderbuchautor, sondern ein Gesellschaftskritiker. Seine Bücher haben die Schattenseiten der Menschen dargestellt und die Abenteuer von Huckleberry Finn waren Erwachsenenbücher, teilweise mit Geschichten aus Ermordungen und Gräueltaten von Menschen. Doch kanadische Verlage haben seine Bücher einfach zu Kinderbüchern ohne seine Erlaubnis umgeschrieben und weltweit vertrieben. Das heißt, die gesamten Werke von Huckleberry Finn sind keine Originalschriften. Aber das eine Wort dort rauszuentfernen, war für die Amerikaner ein Riesenspektakel. Keine Ahnung, warum ich das gerade erzählt habe, weil es mir gerade einfiel. Bis bald. Danke nochmals an meinen Sponsor Avea. NMN und der Booster ziehen darauf an, Menschen dabei zu helfen, ihr Leben deutlich zu verlängern. Nur mit dem Link unten in meiner Beschreibung gibt es das Erstabo 15% ermäßigt und zudem eine 90-Tage-Rückgabegarantie.